Mit Kleinigkeiten gibt sich die Neumann und Esser Gruppe aus Überpalenberg nicht zufrieden. Was hier entwickelt und produziert wird, ist groß. Sehr groß. Mit riesigen Kompressoranlagen, Mahl- und Sichtsystemen hat sich der ursprüngliche Maschinenlieferant für die Tuchindustrie zu einem Marktführer für diese Kraftprotze entwickelt. 1830 gegründet und 1891 von der Familie Peters übernommen, ist Neumann und Esser so stark mit der Region verbunden wie kaum ein anderes Unternehmen. Trotz inzwischen weltweiter Niederlassungen und über 1000 Mitarbeitern. Denn Neumann und Esser war und ist ein Familienunternehmen, das sich seit jeher stark mit sozialen Projekten in der Region engagiert. Und die Werte der Familie ziehen sich ebenfalls als Essenz durch alle Ebenen des Betriebs. Also wir haben eine sehr flache Hierarchieebene, das heißt sehr schnelle Entscheidungswege. Unsere Türen sind immer offen, aber natürlich haben wir auch Verantwortlichkeiten in unseren Strukturen, sodass immer schnell auch jemand entscheiden kann. Wir müssen nicht über den Rhein, um unsere doch teilweise sehr schweren und großen Warenlieferungen transportieren zu können. Wir haben Nordseehäfen in Holland und in Belgien. Das ist ein wichtiger Standortvorteil hier. Dass sich die Mitarbeiter der Familie zugehörig fühlen, sieht man auch daran, dass Angestellte, die hier mit ihrer Ausbildung begannen, sogar bis zum Eintritt in das Rentenalter bei Neumann und Esser geblieben sind. Manche Mitarbeiter halten der Firma schon in der zweiten und dritten Generation ihre Treue. Auch in Zukunft werden sich die Geschwister Peters bestens um ihre Familie kümmern. Mit neuen Märkten, neuen Produktionsweisen, neuen Medien. Denn Flexibilität hat das Unternehmen fast 190 Jahre lang durch alle stürmischen Zeiten gebracht und wird auch weiterhin dafür sorgen, dass Neumann und Esser an der Spitze im Westen bleibt.